Herr Obisch, vor einigen Jahren erlebten Sie bei einem Autounfall eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu und wie haben Sie diese erlebt? Die Nahtoderfahrung war für mich damals ein Mysterium, weil als ich mit dem Auto fuhr, war plötzlich um mich herum alles dunkel geworden und kurze Zeit drauf richtig gleißend hell. Und bis ich wieder zu mir kam, hatte ich die Straße nicht mehr im Blick und dann kam es eben zu dem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung. Aber ich habe mich überschlagen und das Resultat war dann ein Trümmerbruch in der Lendenwirbelsäule und weitere Wirbel waren in Mitleidenschaft gezogen. Als Sie mit dem Auto fuhren, können Sie das vielleicht noch einmal schildern? Es war Mitte, Ende Mai gewesen, die Sonne stand, es war später Nachmittag, relativ tief. Und es war sehr schönes Wetter gewesen und ich fuhr auf einer Landstraße, als es dann plötzlich dunkel wurde. Und ich konnte mir das auch damals nicht erklären, warum es dunkel wurde. Ich konnte mir auch dieses helle Licht auch nicht erklären. Und habe in meinem Versuch, mir das Ganze irgendwie habhaft zu machen, gedacht, ich bin in einen Wald reingefahren. Die Situation kam relativ unvermittelt. Später habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich meinen Unfall eine Woche zuvor geträumt hatte. Ich hatte mir nichts draus gemacht aus diesem Traum. Vielleicht war das eine Art Prophetie gewesen, kann ich nicht sagen. Und diese Puzzleteile haben sich insgesamt erst im Nachhinein zusammengesetzt. Die eigentliche Nahtoderfahrung, die außerkörperliche Erfahrung, war während der Operation, wo ich mich von oben sah, hinter mir, schräg hinter mir, ein helles Licht und unter mir lag ich, beziehungsweise mein Körper, der gerade operiert wurde. Sie haben Ihren Körper wahrgenommen, gesehen, aus welcher Distanz in etwa? Die Distanz, ich war rechts oben, da dahinter das Licht und schräg links unten lag mein Körper während der Operation. Was hat Sie zu diesem Zeitpunkt bewegt oder beschäftigt? Es war ein emotionsloser Zustand. Gefühlt habe ich so nichts. Ich habe beobachtet, rein wahrgenommen. Es war relativ klar auch für eine kurze Zeit. Als Sie außerhalb des Körpers waren, wie haben Sie die Rückkehr erlebt? Die Rückkehr habe ich nicht erlebt. Ich habe auch nicht den Austritt aus dem Körper erlebt, ich habe nur erlebt ab dem Zeitpunkt, als ich schon draußen war. Und wie lange hat dieser Zustand gedauert, gefühlt etwa? Gefühlt kann ich sagen, ja genau, weiß ich es natürlich nicht, aber gefühlt einige Minuten, 5 Minuten bis 10 Minuten, das kann ich nicht so genau beantworten. Hat das Licht hinter Ihnen eine gewisse Wirkung auf Sie ausgeübt? Zu dem Zeitpunkt, als die außerkörperliche Erfahrung stattfand, eigentlich nicht. Was für eine Auswirkung hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr späteres Leben? Na, zunächst einmal war ich sehr verwirrt. Obwohl ich nicht wusste, was mit mir geschehen ist, war ich sehr verwirrt. Ich hatte mir alles versucht zu erklären, also die außerkörperliche Erfahrung hatte ich mir erklärt, dass meine Operation im Krankenhaus gefilmt wurde und mir eben im Anschluss der Film gezeigt wurde. Die Schattenerfahrung habe ich mir erklärt, ich bin in einen Wald reingefahren, dass es dunkel wurde und aus dem Wald rausgefahren, dass mich die Sonne geblendet hat. Was mich etwas verblüfft hat, war meine Zuversicht, weil es nicht sicher war, ob ich nochmal laufen kann durch diesen Bruch in der Wirbelsäule, aber ich war mir doch sehr sicher, dass das alles wieder wird. Also ich habe mir keine großen Sorgen darum gemacht, um meine Zukunft damals. Das, was ich hatte und was auch viele Nahtoderfahrene haben, man hat einen Konflikt mit der Identität. Also das, was gestern noch ich war, ist eben morgen nicht mehr der Fall und die Identität bei einer zunächst komplett andere. Und
Was mich dann dazu bewogen hat, natürlich, nachdem ich wusste, ich habe das dann alles versucht zu recherchieren, was passiert war, weil ich durch einen heute Freund auf den Gedanken gebracht wurde, dass es sich eben bei meinen Erlebnissen, meiner Nahtoderfahrung handelte. Und der Weg dahin war relativ beschwerlich gewesen, weil ich eben auch in meiner Verwirrung nicht so genau wusste, wie ich jetzt mein Leben weiter gestalten soll. Aber auf der anderen Seite hat es mich natürlich auch dazu geführt, dass ich im Nachhinein die ganze Situation in meine Persönlichkeit integrieren konnte. Wenn Sie sagen, Sie haben den Unfall eine Woche vorher geträumt, was schließen Sie daraus? Ich schließe daraus, dass die Zeit menschengemacht ist. Also wir wissen ja auch, innerhalb von Nahtoderfahrungen können wir ja auch in der Zeit zurück oder wir können in der Zeit nach vorne oder wir können Menschen begegnen, die eigentlich in der Alltagswahrnehmung nicht mehr da sind, dass Zeit nicht so vorhanden ist, wie wir uns die vorstellen. Wäre es für Sie auch denkbar, dass das eine Art Karma gewesen ist, dass dieser Unfall für Sie hat passieren müssen? Also ich gehe heute davon aus, dass dieser Unfall hat passieren müssen. Und er hat mein Leben grundauf verändert. Ich bin andere Wege gegangen seit diesem Vorfall. Und es ist gut, dass er passiert ist. Können Sie noch begründen, warum Sie das gut finden? Zum damaligen Zeitpunkt war mein Weltbild relativ eng gewesen. Wir werden ja geboren und wir sterben. Und dazwischen suggeriert man, dass wir gewisse Dinge erledigen müssen. Und dieses enge, also für mich damals enge Weltbild ist heute so nicht mehr vorhanden. Also ich lebe nicht mehr von Geburt bis das, was wir Tod nennen, sondern ich nenne es offenes Weltbild. Das heißt, ich gehe davon aus, ich war schon mal da und ich gehe davon aus, ich werde auch da bleiben, wie auch immer. Und das nimmt natürlich im Leben einen gewissen Druck. Was kann man aus Ihrer Sicht, aus einer Nahtoderfahrung lernen? Aus einer Nahtoderfahrung kann man lernen, dass das Leben jenseits, ich sage immer gerne, des Alltagswahnsinns eine andere Bedeutung hat. Und dass wir Menschen von der Wahrnehmung her, von unserer Bewusstheit her und von dem Raum, den wir betreten können, also den wir wahrnehmen können, dass wir in einer viel größeren Welt leben. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir von Geburt bis zum sogenannten Tod leben und dazwischen Getriebene sind und dazwischen immer wieder schauen müssen, dass wir bestimmte Aufgaben im Hier und Jetzt erledigen, dann ist es doch eine sehr befreiende Vorstellung, die mit der Nahtoderfahrung dann eben zur Gewissheit wurde. Was man lernen kann, ist Trost, dass unsere Menschen, die von uns gehen, tatsächlich noch, will nicht sagen leben im biologischen Sinn, natürlich nicht, aber tatsächlich noch existieren. Was man lernen kann, ist, dass man von den sozialen Begegnungen her sehr achtsam ist, weil man ja durch die sogenannten Flashbacks auch gelehrt bekommt, dass prägnante soziale Erfahrungen sehr wichtig sind und dass wir dadurch, dass wir aus unserem Körper aussteigen können, das kann ja auch jeder üben, davon abgesehen, das ist ja keine Besonderheit einer Nahtoderfahrung, dass wir nicht unser Körper sind. Also Körperkult, den wir heute haben, oder diese Versagensängste, die wir heute haben, diese Angst vor dem Tod, ja, die sich meiner Meinung nach bei jedem zeigt und bei jedem auch subtil vorhanden ist, weil wir eben denken, wir haben bestimmte Dinge zu erledigen bis zu einer bestimmten Zeit, wo wir gar nicht wissen, wann die da ist und wann die kommt, ja, wo wir Angst vor Krankheit haben. Ich glaube, dass das Leben, und das ist, glaube ich, die große Lehre, die wir daraus ziehen können, einen großen Sinn macht. Herr Rubisch, Sie haben sich nach Ihrer Nahtoderfahrung mit paranormalen Phänomenen beschäftigt und auch Artikel in Zeitschriften publiziert. Können Sie noch etwas dazu sagen?
Nun, ich habe mich gefragt, was eine Nahtoderfahrung eigentlich ist, weil Nahtoderfahrungen, da haben wir heute einfach keine einheitliche Definition. Und wenn ich Nahtoderfahrungen, die einzelnen Fragmente außerkörperlicher Erfahrung, dann auch den Traum von mir vorher, es gibt ja auch dieses Phänomen des luziden Träumens beispielsweise, oder die Begegnung von Verstorbenen, oder das Betreten fremder Welten. Wenn ich die aus einer Nahtoderfahrung herausnehme, dann ist es für mich sehr verwunderlich gewesen, dass sehr viele Menschen zu mir kamen, die eben derartige paranormale Erfahrungen hatten. Und viele wussten gar nicht damit recht umzugehen. Sie haben auch nicht drüber gesprochen, sie wollten einfach nicht verlacht werden. Und mich hat das sehr verwundert, wie häufig das vorkam und wer alles zu mir kam. Ja, und dass die meisten eigentlich gar nicht wollten, dass es irgendjemand weiß. Vor allen Dingen auch das Phänomen der Nachtoderfahrung ist sehr häufig vorhanden und zeigt eigentlich, dass die eigentliche Wahrnehmung sehr verbreitet ist, aber dass die Akzeptanz auch aus dem eigenen Weltbild heraus zwar so langsam wächst, weil ich sage gerne, Nahtoderfahrungen werden langsam gesellschaftsfähig, aber in dem Moment nicht recht registriert werden. Sie haben ein Buch mit dem Titel Abenteuer Jenseits geschrieben. Was war Ihre Motivation dazu und was ist Ihre Botschaft? Zum einen glaube ich, dass Nahtoderfahrungen und das, was da tatsächlich erlebt wird, weil es sehr authentische Erfahrungen sind, jedem Menschen helfen können, weiter zu schauen, wer ist man? Wer ist man im Leben? Was ist die Position im Leben? Was ist die Aufgabe vor allen Dingen im Leben? Also ich bin fest davon überzeugt, jeder Mensch hat eine Lebensaufgabe zu erfüllen. Und zum anderen bin ich auch fest davon überzeugt, dass Nahtoderfahrungen relativ häufig vorkommen, auch wenn man sie nicht wahrnimmt. Also ich habe einige Menschen gesprochen, die Nahtoderfahrungen hatten, aber erst später drauf gekommen sind. Oder auch eben Nahtoderfahrungen hatten in präverbalen Zeiten, als Kind zum Beispiel, und sich dennoch irgendwie in dieser Welt dann noch zurechtgefunden haben, aber irgendwie das Gefühl auch hatten, nicht dazuzugehören oder anders zu sein. Wenn wir genauer hinter die Kulissen gucken würden, dann würden wir ein ganz anderes Bild von uns Menschen bekommen, vom Gegenüber auch bekommen und auch von einem selbst bekommen, weil ich glaube, dass viele Menschen heute auch das haben, was man Identitätskrise nennt, weil ich bin davon überzeugt, das subtile Gefühl ist in jedem Menschen vorhanden, dass mehr da ist als das, was wir tatsächlich leben. Aber die Angst, die dahinter steckt, treibt uns eigentlich dazu, in diesem geschlossenen System, in diesem geschlossenen Denksystem zu bleiben. Und das macht uns zu Getriebenen. Wir können unser Weltbild öffnen und den Druck ein wenig von uns nehmen. Und das ist eine wertvolle Aussage, die Nahtoderfahrene eben auch tätigen, dass wir, ob es jetzt die außerkörperliche Erfahrung ist oder ob es die Begegnung von Verstorbenen ist oder ob es die Möglichkeit ist, in andere Bewusstseinsniveaus, mit anderen Landschaften etc. zu reisen, dass wir das in den Alltag sehr schön integrieren können und uns nicht selbst so sehr in Gefangenschaft nehmen. Herr Rubisch, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.